man ja mal auch sagen, uiuiui, da geht's schon ganz gut zur Sache. Jetzt habe ich auf Milton geschossen. Ach, komm, hör doch auf. Das war jetzt nicht dein Ernst. Okay, ich heile mich erstmal, bevor ich da rangehe. Vielleicht ist das doch besser. Ganz leicht ist es gar nicht hier an der Stelle, aber die kriegen wir. Das ist überhaupt kein, das ist kein Akt, ne? Das ist überhaupt kein Akt, die machen wir fertig. Aber ich müsste jetzt entweder vorher schon mal auf die schießen, aber ich will das Gespräch hier abfassen, ne? Und dann renne ich ja ein bisschen um die Ecke rum, oder was? Ja, komm, laber nicht rum. So, jetzt gehen wir hier lang. Ich gehe einfach hier lang, um die Ecke rum. So. Ah, bin ich schon. So, jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. Okay, wir haben schon mal... Drei Bros haben wir. So, du bist zu langsam, Kumpel. Wir haben den vierten Bro schon. Nehmen wir natürlich alles mit. Das bisschen Erz. Das grobe Schwert. So, einer steht jetzt noch. Ob das Fletcher ist, der da noch rumrennt, das weiß ich nicht. Einer steht auf jeden Fall noch. Aber die anderen, sie sind alle fettisch. Bros. Da steht noch jemand. Mal gucken, ob der gleich angreift. Oder ob der sich anders überlegt. Das könnte Fletcher sein. Hat natürlich seine Bros vorgeschickt. Die sind alle draufgegangen. Und jetzt wird der gleich in auf... tut mir leid, zwar ist es nicht so gemeint. Ne? In auf Kumpel machen. Und einer ist ja stehen geblieben. Ich glaube, war das Torus, der da noch steht? Ah, okay. Okay, der schießt auch auf mich, ne? Das sieht aus, als wäre das der... Nee, ist ein normaler Gardist. Woran hänge ich jetzt? Und irgendwas habe ich gehangen. Hey, was ist mit dem? Okay. Hier stimmt was nicht? Dann heile ich mich eben mal schnell. Dann heilen wir uns mal schnell. So. Ziehen wir mal die 70 Lebenspunkte rein. Die haben jetzt alle, die haben alle die Punkte dabei. Die haben alle Flaschen dabei. So, da der Gardist ja eh auf mich schießt, das ist jetzt alles kein Hit. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich, reinkomme jetzt in die Hütte hier und den Gomez direkt mal platt machen kann. Tja, was ein richtiger Hammer ist, Kumpel, da kommst du nicht dran. So, jetzt kommen wir hier nicht mehr rein, das ist das Tor zu. Schade. Schade. Hier liegt eine Armbrust rum. Kann man alles zu Geld machen, kann man dem Gomez verkaufen für seine neue Truppe. Alles Lauchse. So, sind wir aber hier falsch. Wir wollen ja noch nach Süden weiter. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Also, tut mir leid, Kumpel, aber wenn du das echt nicht lassen kannst... Du hast jetzt die Chance, die einmalige Chance, Frieden zu erklären, ne? Ja, okay. Dann hier. Tut mir leid. Tja, was soll ich machen, ne? Der hat's... Also ohne Witz, hat er so, no, ne, ist halt so. Da liegen sie alle jetzt, da liegen sie jetzt alle. Dass die aber auch so doof sind und ich meine, ich bin mittlerweile einer der mächtigsten Leute hier in dem ganzen Bereich in der Kolonie und die denken sich halt, ach ja, den machen wir, den gehen wir auf den Sack, dem Typen, ne. Das hat sich so gedacht, Spaß, ne. Sich da durchschnittliche Zeit, um Frame zu rendern, liegt bei 16,1 Millisekunden. War mir gar nicht bewusst, dass es dafür einen Wert gibt. So, hier sind wir an der Stelle. Ich glaube, hier, warte mal. Oh, das. Was ist passiert? Was ist jetzt passiert? Stream läuft noch. Stream ist noch an. Mikrofon ist noch an. Kamera läuft. Knife ist noch da. Keine Ahnung, was es war. Ich hoffe, es ist nichts Schädliches. Update könnte sein, dass da irgendwas stand von, ich müsste die Game Ready Treiber aktualisieren oder so. Ich bin erschrocken. Ich krieg bei solchen Geräuschen sofort, eiskalt hier, läuft es mir den Rücken runter. Wir müssen, wir gehen mal hier oben durch. Ich glaube, letztes Mal bin ich hier oben durchgelaufen. Ich habe ja hier schon alles platt gemacht. Normalerweise dürfte nicht mehr sein. Das heißt, hier rüber. Und dann müsste irgendwo hier links, geht's ins Orklager, glaube ich.
Da habe ich gekämpft gegen. Hier liegt noch ein. Hier habe ich gegen Orks gekämpft, genau. Und da war hier irgendwo. Lief so ein Wachran. Alter, das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Was ist denn das? Wo kommen denn jetzt die schon wieder her? Das wäre jetzt natürlich ein Rätsel, was das hier ab, was das alles soll. Und die sind auch relativ stark, ne? Die fressen ganz schön Schüsse. Entweder muss ich Geschicklichkeit leveln oder ich muss was anderes leveln. Ich mache noch zu wenig Schaden, um gegen die sinnvoll kämpfen zu können. Aber was heißt, na, war doch okay so eigentlich. Die kann man halt nicht, die haben nicht einstecken, ne? Außer ihre Waffen, die hier so rumliegen. Jetzt gucken wir mal hier irgendwo. Hier unten. Ich weiß, dass wir hier lang gelatscht sind. Und hier irgendwo rannte ein Feuerwaran rum. Den habe ich nämlich bekämpft hier an der Stelle. Das war auf dem Weg ins, im Orklager, auf dem Weg zu Xalas Turm. Dann laufen wir mal hier ein bisschen spazieren, dann werden wir das sehen, ob das hier irgendwo... Gehen wir hier hoch. Da drüben ist klar, ist das nicht Xalas Turm hier drüben? Ich glaube, das ist Xalas Turm. Hier oben war der aber nicht, hier oben geht es nur rüber zum Turm. Aber wir sind hier unten rumgelaufen, als ich den gesehen habe. Wir sind hier unten rumgelaufen. Das weiß ich. Ja, klar. Sterb erstmal ein Stück. Wir sind hier unten rumgelaufen. Irgendwo hier ist das. Da rannte so ein blöder Waran rum. Der Feuerspeit. Mistvieh. Kann man einfach mit dem Ding hier ein bisschen rumzielen. So habe ich ja letztens auch den Heilmittel gefunden. Da ist der Turm. Da müssen wir rein. Oder da mussten wir. Ich habe ja mittlerweile einen Teleporter dahin. Überhaupt kein Hit. Du machst gerade Mathematik. Hausaufgaben. Worum geht's denn in Mathematik gerade aktuell? Was hast du denn? Ich glaube, du bist doch schon mittlerweile ein paar Klassen höher. Bist doch nicht mehr in der siebten oder achten Klasse, nicht? Da ist doch schon Bruchrechnen längst durch. Oder sehe ich das falsch? Vielleicht kommst du jetzt auch mit Prozentrechnung an. Neunte Klasse. Was können denn da? Binomische Formeln sind auch durch. Ja, was könnte neunte Klasse sein? Sag mal, was hast du denn für ein Thema? Es kommt bestimmt irgendwas, was ich gar nicht kenne. Dann mache ich mich voll zum Lackaffen jetzt. Wo ist denn so ein blöder Feuerwaran, ey? Jetzt sind wir hier am Turm von Xardas, ne? Doch, Potenzrechnung. Ah, schön. 4 hoch 3 minus 3 hoch 2 und so ein Zeug, ne? Ich verstehe das. So, ist hier noch was? Aber hier sind ja gar keine Viecher mehr, wa? Ich dachte, der respawnt, der muss doch hier sein. Blöder. Da! Ich hab's gewusst, ey. Mann, ey, bin ich schlau, wie ich mich erinnern kann an das. Das ist eigentlich der Hammer, ne? Ich kann mir nichts merken. Aber das in dem Spiel, wo ich die Feuerwarane gesehen habe, das ist unglaublich, ne? Das kriege ich hin. Da muss man schon sagen, Hochachtung vor meinem geistigen Vermögen. Wenn wir die jetzt haben, dann müssten wir alles haben. Und dann habe ich nur eine Sache total vergessen. Und das ist nämlich, weil ich mir halt nicht merken kann, weiß ich nicht mehr, wo dieser blöde, wo der Ork war. Okay. Oh, Alter, guck mal, was die... Ich wusste ja, dass die Feuerschaden machen und dass ich das Amulett anlegen müsste, ne? Aber dass das sich so zeigt... Das macht Geschicklichkeitsbonus. Wenn ich das jetzt wegnehme, dann schieße ich schlechter. Tja, dann müssen wir es eben so machen. Aber was, Feuerschaden ist ja mega heftig. Das ist ja ein Krawall, ey. Junge, Junge, Junge. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen durchziehen hier, ne? So, jetzt rennen wir mal schnell ein Stück weg. Jetzt hängen wir die ein bisschen im Back. Nein!
Oh, Alter, die müssen nur einmal Feuer speien. Einmal nur. Da bin ich raus. Ist nur Wiederholung, okay. Das ist natürlich interessant. Also, ich finde ja, ich finde ja Mathematik total cool. Ich finde das ja, mein Ding ist das, ne? Und ich finde auch, es wird viel zu selten gemacht. Es müssten viel mehr Leute können und so weiter und so fort. Na, einer hätte noch sitzen können in Schuss. Einer hätte noch sitzen können. Meine Herren. Jetzt habe ich ein Problem. Also mit dem, da brauche ich jetzt nicht mit der, mit dem Hammer. Ach, guck mal, die sind ja langweilig. Die geben mir gleich auf, die Viecher. Voll lame, ey. Na, eh die jetzt da sind, sind die platt. Ist der Inner ist doch noch da, ne? Komm, pass auf, Inner ist da noch. Der steckt hier irgendwo im Bug fest. Sehe ich doch schon. Jetzt looten wir hier schön die Zunge raus. Ja, genau. Jetzt haben wir schön die Zungen alle rausgelootet. Und dann kommt der gleich und greift an. Ich speichere mal. So, und jetzt, Freunde. Also ich habe Abitur gemacht und habe auch ein Studium angefangen mal irgendwann. Habe da aber bei dem Studium mich ein bisschen gehen lassen, kann man das so sagen. Habe das nicht so ernst genommen, habe gedacht, ah ja, das bisschen Ableitungen und Integralrechnungen, das soll das schon so sein. Hä? Und habe dann das Studium nach 6 Semestern, also nach 3 Jahren beendet. Habe gesagt, das mache ich nicht mehr weiter, das ist mir zu viel. Und ja, danach... Heute muss ich das natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand wieder nachholen, ne? Aber nun ja, so ist das Leben. Dafür mache ich heute jetzt eben Abendschule und so ein Zeug. Also ich bin ja mit dem wichtigsten Teil durch. Der wichtigste Teil war ja, dass ich Elektromeister werde und das, der fachliche Anteil, der steht da durch, den habe ich gemacht. Und tja, jetzt muss ich noch ein kleines, hier eine Schulung, da eine Schulung, ein bisschen was noch und dann habe ich irgendwann aber das, was ich eigentlich gerne haben wollte. Ich habe einen gymnasialen Abschluss, habe Abitur gemacht, so. Allgemeine Hochschulreife nennt man das, glaube ich. So, jetzt ist die Frage, wo, warte mal, ich guck mal, ob ich das in im Quest finde, ne? Im Questlog. Hier, Ulumulu, da ist es. Tarok benötigt für das Ulumulu die Zunge eines... Ach ja, doch, Tarok sitzt in der neuen Mine unten drin? Ja, ich glaube, das ist so. Das heißt, der sitzt da unten drin, das ist nämlich der, der verletzt war. Und genau, also war ich doch ganz richtig mit meiner Idee. Dann teleportieren wir uns jetzt nämlich hin zu den Magiern, zu den Wassermagiern. Und dann gehen wir nach unten rein ins Ulumulumulumulu. Aber wir könnten vorher nochmal ins Sumpflager gehen und den dritten Magiekreis lang. Im Übrigen muss ich dazu sagen, ich habe, das war nicht ganz richtig, also ich habe Gymnasium, also Abitur abgeschlossen, ja, aber ich habe vorher wirklich Realschulabschluss gemacht. Ich habe also wirklich, ich war auf der Realschule bis zur 10. Schulklasse, habe ganz normal Realschulabschluss gemacht und dann hatte ich die Möglichkeit, irgendwas musste ja jetzt machen, irgendeinen Beruf oder sowas oder irgendwas geht ja mit 16 dann los. Dann war ich mit 16, so wie es den meisten Leuten geht, überhaupt nicht in der Lage abzuschätzen, was ich gerne werden wollen würde. Und da habe ich also dann entschieden, erstmal, um noch ein bisschen mit mir klarzukommen, mich für den schulischen weiterführenden Weg zu entscheiden, habe dann das Abitur also hingeschossen und habe dafür noch 3 Jahre Gymnasium gemacht. Habe dann das allgemeine Hochschulreife gemacht. Kreis. Achte das Wort. Die Visionen wurden deutlicher. Jedoch war die geistige Kraft der Brüder nicht ausreichend für einen Kontakt. Einer der Gurus, ein Alchemist, fand einen Weg. Mit Hilfe eines Elixiers aus dem Sekret der Minecrawler, das die Brüder vor dem Gebet einnahmen, wurde es erstmalig möglich, die geistigen Kräfte zu vereinen. Zur gleichen Zeit machten sich die Novizen auf in die Lager, die Worte des Schläfers zu predigen, um mehr Ungläubige von der Wahrheit zu überzeugen. Dadurch wurde der dritte Kreis vollendet. Ja, was soll ich sagen, Baal? Ich glaube, dass du erhoffst zu viel vom Schläfer, ne? Aber was soll man sagen? Was kann man noch? Jetzt kann man den Feuerball benutzen. Warte, was auf? Feuerball? Ist genau dritter Kreis. Jetzt haben wir
Jetzt haben wir eine ganze Menge. Ich glaube, jetzt können wir tatsächlich schon was anfangen. Feuerball, dritter Kreis, jetzt gehen wir zu den Wassermagiern. Wir müssen ja jetzt in die freie Mine. Also Wassermagier. Genau. Also wo ich stehen geblieben war, war ja, ich habe gerade erzählt, dann habe ich eben nach dem Abitur ein Studium angefangen, weil ich den Fehler gemacht habe. Und ich würde ich heute tatsächlich niemandem empfehlen. Ich habe damals gesagt, Abi heißt, du musst auch studieren. Und das ist nicht richtig. Studium ist eine geile Sache. Studium kann man jedem empfehlen. Aber das muss nicht direkt nach dem Abi stattfinden. Ne? Du kannst ein Studium auch machen nach der Ausbildung. Und das würde ich tatsächlich wirklich eher empfehlen. Das ist das, wo ich sage, mach nach dem Abi eine Berufsausbildung. In der Industrie oder im Handwerk, das spielt überhaupt keine Rolle. Und nach dieser Ausbildung, da bist du um so vieles schlauer, um so viele Erfahrungen reicher, dass du dann ganz unproblematisch sagen kannst, ja, Studium ist was für mich oder eher nicht so. Ne? Das kann ich nur empfehlen. Nee, hab Abi, aber studieren ist nicht meins, genau. Also, das macht schon Spaß. Studieren ist schon eine coole Sache. Und empfehlen kann ich es auch, aber ich glaube, da muss man auch sagen, da ist ein gutes Alter mit, was weiß ich, mit 22 oder mit 23 anzufangen mit so einem Studium. Ich würde es mit 30 jetzt nicht nochmal machen, da, weil ich muss ehrlich sagen, man wird träger, was das Lernen angeht, je älter man wird. Dann hat man Kinder, dann hat man Familie, das dreht sich nicht mehr nur darum, du kannst nicht am Wochenende zu Hause so pauken und büffeln und so. Und das macht die ganze Sache ein kleines bisschen schwerer.